Die Kunden sind mit unserer Beratung unzufrieden. Erst suchen wir Lösungen, anschließend gibt's Kuchen. Wir sollten uns Zeit nehmen, die finanzielle Situation der Kunden zu verstehen. Wie beim Sparkassen-Finanzkonzept. Michalski! Wir sollten bedürfnisgerechte Produkte empfehlen. Genau wie die Sparkasse. Sparkasse! Ich will das Wort nicht mehr hören. Nummern? Kuchen. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Trainiert die A-Jugend der Offenbacher Kickers heute mit einer ganz besonderen Gruppe. Ralf Kersten, der weiß mehr. Hallo und herzlich willkommen. Oh, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben hier. Die besondere Gruppe sind erstens Schüler aus 8. Klassen von Offenbacher Schulen. Und das zweite sind Jugendliche, die nochmal einen schwierigeren Weg haben, die einen Bezug SGB II, also Hartz IV normalerweise kriegen und darüber so einen Weg wiederfinden, motiviert zu sein, einen Weg in die Gesellschaft zurück und in Arbeit auch zu finden. Das heißt, die Jugendlichen werden, wenn sie einen Hauptschulabschluss haben, jetzt noch ein bisschen vorbereitet, qualifiziert, sodass sie über vielleicht eine Praktikumsstelle dann auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Das ist bei allen den Qualifikationen Ziel, in Ausbildung reinzugehen oder in weitere schulische Ausbildung nochmal, sodass dann wirklich am Abschluss einer Karriere erstmal ein qualifizierter Abschluss auch steht. Das ist im Prinzip die Eintrittskarte in die Gesellschaft auch. Und die Offenbacher Kickers haben spontan gesagt, da sind wir dabei, das machen wir, das unterstützen wir. Heute gibt es ein erstes Zusammenkommen, ein Training mit der A-Jugend, also genau in der gleichen Altersstufe. Ich glaube, die sind ganz schön aufgeregt und aber auch motiviert. Die sind auf jeden Fall motiviert und das ist ja auch das, was wir versuchen zu kombinieren, dass man einerseits Lernen hat und andererseits eben auch nochmal über solche Aktionen so einen Kick nochmal kriegt. Das passt ja eben zu Kickers auch eben entsprechend gut. Einen Kick nochmal bekommt, selber was in die Hand zu nehmen und motiviert auch zu sein. Und wenn man so eine Persönlichkeit auch gestärkt nochmal hat, wenn man Selbstwirksamkeit erfährt, dann ist es auch mit einer Motivation, um auch tatsächlich den Weg in diese Gesellschaft und auch in die Gesellschaft hier in Offenbach zu finden. Ihre Schützlinge sind eben gut aufgenommen worden, hier auch vom Trainerteam begrüßt worden. Ich denke, jetzt schauen wir einfach mal zu, wie sie sich schlagen. Ja, super, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich hätte es gerne, wenn ihr wollt, jeder, also zu zweit mal rein. Dr. Bernd Curtius ist jetzt bei uns und Sie haben auch eine Menge Schützlinge mitgebracht. Was ist denn genau jetzt Sinn und Zweck dieser Übung? Ah ja, es geht um Motivation in dem Fall. Das sind ja Teilnehmer aus benachteiligten Zielgruppen, wie man so schön sagt. Und es geht darum, dass sie einen Ausbildungsplatz finden, ein Praktikum machen im ersten Schritt. Und da muss man ja vieles tun. Man muss wollen, man braucht Motivation. Und das hier ist ein Aspekt, und da wollen wir Sie ein bisschen darauf vorbereiten und dorthin führen. Jetzt hat man den Eindruck, manchmal, wie Sie richtig gesagt haben, muss man die dorthin führen. Aber hier zu dem Training, da waren Sie eigentlich ziemlich begeistert und das geht, glaube ich, ziemlich von alleine. Ah ja, ist unterschiedlich. Manche sind auch gar nicht da. Andere sind sehr begeistert, können auch gut Fußball spielen. Die Damen leider sind auch teilweise begeistert und auch dabei, aber wollen nicht spielen. Also es ist sehr unterschiedlich, bunt wie die Welt. Und wie geht das dann weiter? Was dürfen wir denn von dieser Kooperation mit den Offenbacher Kickers erwarten? Wie lässt sich denn bis hierhin an? Also bisher sehr gut. Wir haben ja eine wunderbare Aufnahme und Betreuung jetzt gefunden durch den OFC. Da bin ich ja mehr als zufrieden. Wir wollen gucken. Das Wesentliche ist natürlich, dass wir Ausbildungsstellen bekommen, Praktikumsstellen bekommen. Da hoffen wir sehr auf den Sponsorenpool der Kickers. Da müssen wir sehen, das ist ja noch in der Vorbereitung. Da hoffe ich mir einiges. Vielen Dank und viel Erfolg. Gerne. Gut.
Verletzungen bleiben natürlich nicht aus, aber auch hier wird sich professionell gekümmert. Also, das lässt sich ja richtig gut an. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch da hier so engagiert. Ich habe so das Gefühl, die Jungs geben auch Gas, genießen das auch mal hier, auch wenn sie ein bisschen aufgeregt sind. Ja, zweifelsohne. Es ist halt auch für unsere Kickerspieler mal eine ganz andere Situation. Aber man merkt halt auch, die Jungs, die du mitgebracht hast oder die jetzt von diesem Projekt kommen, die sind heiß, die wollen, die sind auch talentiert. Da gibt es richtig gute Kicker dabei. Mhm. Und so soll das auch alles sein. Und das ist ja, Fußball verbindet, ja. Und was sind das jetzt für Kicker auch von eurer Seite, die ihr jetzt hier gestellt habt? Also das sind alles U19-Spieler im derzeitigen U19-OFC-Hessenliga-Kader. Und da sind schon die ein oder anderen Hessen-Auswahlspieler dabei. Der Große jetzt beispielsweise hier ein Angebot auch schon. Nennen? Ja, Leon Fässer beispielsweise hier, Angebot auch von TSG Hoffenheim. Der Tobi Bartel ist dabei, der Cem Karaf, Kevin Paulovic. Also alles talentierte. Also du bist der Meinung, da werden wir den einen oder anderen irgendwann mal wieder sehen, wieder hören, vielleicht sogar an der Mattscheibe. Bin ich fest davon überzeugt. Also das sind eben zukünftige Bundesligaspieler? Könnten sie werden, ja. Können sie weiter hart an sich arbeiten, das ist richtig. Ja. Na, dann ist das doch eine tolle Geschichte. Ich denke auch. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Danke. Also unsere Jungs waren richtig gut bei der Sache und vielleicht wird einer mal ein richtiger Überflieger. So, du hast heute kräftig mitgewirkt. Wer genau bist du? Younes, mein Name ist Younes. Und hast du auch ein Tor geschossen, gell? Ja, mehrere. Und das hat Spaß gemacht? Ja. Was kann man mitnehmen von so einer Geschichte? Ja, man sammelt viel Erfahrung und so. Das macht, ja. Aber es war schon eine Nummer, die Kickers. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall viel Motivation mitgenommen, oder? Ja, sehr viel. Alles klar, alles Gute. Dankeschön. So, du hast heute gegen die Kickers gespielt und nicht nur gegen die Kickers, auch mit den Kickers. Das ist doch, denke ich, ein besonderes Gefühl, oder? Ja, schon. Ich meine, ich bin ja sehr gut. Ja. Du bist sehr gut. Nein, die sind sehr gut. Die sind sehr gut, okay. Ja, aber ich meine, ihr habt ja ganz ordentlich mitgehalten und die haben euch aber auch ganz schön gequält vorneweg mit dem Training, oder? War schon heftig. Ja, schon, war schon schwer. Ja, war sehr, sehr schwer. Ich bin sehr gut. Ja. Alles klar, dann viel Erfolg. Dankeschön. So, okay, das war heute ein Ausflug der ganz besonderen Art, denke ich. Hat es ein bisschen Spaß gemacht? Ja, sehr viel Spaß sogar. Und was war so das Highlight? Ja, mit dem Kickers zusammenzuspielen. Also erst habt ihr ja gegen sie gespielt, naja, andersrum. Erst war ja die schwierige Aufwärmphase, da wurde der ganz schön geknechtet, glaube ich, ne? Ja. Aber dann gegen den OFC gespielt und dann mit den Jungs zusammen. Mhm. Ja, das hat viel Spaß gemacht halt. Die sind auch eine sehr gute Mannschaft, muss man sagen. Also habt ihr ja heute mal so ein bisschen den OFC kennengelernt und was nehmt ihr mit? So ein bisschen Motivation, Spaß, ja, Stimmung? Natürlich. Alles Gute. Danke. Ja, das Training ist zu Ende gegangen, aber ihr seht noch aus, als ob es noch bevorsteht. Ihr seid noch richtig topfit, ihr seid überhaupt nicht geschlaucht. Also ihr habt den OFC regelrecht vorgeführt. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Aber Spaß beiseite, war schon ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, war gutes Training, die Jungs sind gut und so. Und sehr gut. Konnte man denn auch so ein bisschen was lernen? Bei denen? Ja. Ja, ich könnte da was lernen. Und so. Okay, und du hast auch geglänzt, hast sogar ein Tor gemacht, glaube ich, ne? Ja, ja, ich habe auch ein Tor gemacht. Oder mehrere? Ja, auch. Ja, mehrere. Und was war das so für ein Gefühl? Erst habt ihr gegen den OFC gespielt, dann ging es mit vereinten Kräften. Macht schon Laune, oder? Ja, das macht auf jeden Fall schon Laune, ja. Und
Und jetzt ist das ja bei den OFC-Bubis in Anführungszeichen ähnlich wie bei euch. Die wollen auch noch richtig was erreichen. Der Trainer hat mir eben erzählt, da gibt es einige, die werden wir vielleicht wieder in der ersten Bundesliga sehen. Gegen die habt ihr jetzt gespielt. Ist vielleicht auch für euch ein bisschen Ansporn, so wie die ihre Ziele erreichen müssen, dass ihr auch richtig Gas gebt, oder? Ja. Und in dem Projekt, in dem ihr jetzt seid, ja, kann man da auch so ein bisschen was mit übertragen? Hier aus der Motivation schöpfen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Heute war gut, also wir wurden motiviert und wir können auch ja, im Projekt auch so halt so Gas geben wie heute. Können wir auf jeden Fall auch Gas geben wie heute. Dann wünsche ich euch das, dass das ein echter Volltreffer wird. Dankeschön.